natürlich 8. Spieltag. Weißt du Bescheid? Derby auf dem Betzenberg, wieder vor Zuschauern. Absolutes Highlightspiel. Da haben wir was gut zu machen und dann müssen wir dahin fahren, um das Ding zu ziehen. Schon beim Einlaufen geht's los. Du hast ein anderes Feeling. Du merkst, okay, hier ist was los. Jede Grätsche, jeder erfolgreiche Pass wird quasi auch gefeiert. Und dann entsteht da so eine Power, die kann man gar nicht so in Worte fassen. Ich kenne den Waldhof halt noch aus Zweitliga-Zeiten. Ich war damals Balljunge, habe meinen Vorbildern damals, Sascha Licht beispielsweise, habe ich den Ball zugeworfen. Und das wäre natürlich ultra schön. Da wird sich irgendwie so ein Kreis schließen. Ich kenne jede Ecke, ich kenne viele Leute, macht einfach Spaß, wenn man dann auch mal nach dem Training in der Stadt einen Kaffee trinkt oder bei Freunden im Restaurant ist. Nach dem Spiel mal auf ein Bier oder sowas mit den Fans unterhalten, find ich gar nicht negativ. Also im Gegenteil, es macht ja auch irgendwo Spaß und dann hat man irgendwie auch ein anderes Gefühl, wenn man auf dem Platz steht und sich da von den Fans pushen lässt. Ich bin wirklich da der langweiligster Typ, also richtig ausgeglichen. Ich nehm kein Snooze, kein Netflix-Süchtiger, kein Spielsüchtiger, deswegen. Was machst du in deinem Alltag? Gemütlich Kaffee trinken, lernen für die Uni ab und zu, also wirklich ganz entspannt. Ja, im besten Fall bleibe ich irgendwie im Fußball, ist ja meine große Leidenschaft und mal schauen, aber erstmal noch viele gute Jahre kicken. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.